Ja, hallo Leute. Ich wollte jetzt ein Video machen über diese Gel-Cremes, also diese Cremes mit dieser Gel-Konsistenz. Hab hier drei getestet. Also zwei, eine von Valea, eine von Essence und eine von Veleda. Kann dazu sagen, einmal die von Essence ist die günstigste, dann die von Valea und die von Veleda ist natürlich die teuerste, ist halt Veleda, ne? Genau, die Preise genau muss ich auch nochmal hier irgendwie hinschreiben. Habe ich natürlich nicht im Kopf. Erstmal die von Essence, ich fange einfach mit der günstigsten. Ist diese My Skin All Skin Moisturizing Creme Gel mit irgendwie Gurke und irgendwas anderem. Das ist sie. Ja, etwas komisch. Genau, das ist sie. Falls man das hier sehen kann, sie glitzert. Hey, man kann es nicht sehen, verdammt. Nee, man sieht es nicht, sie glitzert, sie schimmert. Und das ist kontraproduktiv für mich jetzt. Mir gefällt nicht, mein ganzes Haut, die schimmert mir zu doll. Also einen leichten Schimmer habe ich ja nichts gegen, aber sie schimmert mir zu doll und ist auch kontraproduktiv mit meinen Schuppen, weil ich habe Schuppenflechte. Und dadurch sieht man nur, habe ich total schuppige Haut, total kontraproduktiv. Nee, ich kann sie einfach nicht benutzen. Also meine Mutter wollte sie nicht übernehmen. Ich wollte sie erst meiner Mutter geben, die wollte sie nicht. Und sie riecht merkwürdig. Meine Mutter findet sie total grauenhaft. Ich finde, geht, aber gewöhnungsbedürftig der Geruch. Nee. Kein Nachkaufprodukt, das war eindeutig ein totaler Fehlkauf, wirklich. Nee. Vielleicht finde ich ja noch einen Abnehmer dafür. Ja doch, am besten, ich drücke ihm meinen Vater aufs Auge. Der nimmt ja alles, was crememäßig ist. Ja, der hat mir letztens auch wieder eine Body Butter übernommen, die ich total schlimm fand. Ja, naja. Dann die nächste ist die Aqua Feuchtigkeitscreme. Das Aqua Feuchtigkeitscreme von Valea. Ist nicht wie das, ist ja in der Plastikverpackung, hat einen Glastiegel. Es sieht so aus. Ist es wirklich blau? Er ist so leicht bläulich. Ja, da natürlich jetzt nicht. Aber hat so einen leicht bläulich-grünlichen Schimmer. Schimmert nicht. Ist sehr, sehr feuchtigkeitshaltig. Also spendet mehr Feuchtigkeit als die von Essence. Ist auf jeden Fall ein Top-Produkt. Ist okay. Also ich finde natürlich immer noch meine Valea-Creme, die normale, besser. Aber davon abgesehen, die ist als Feuchtigkeitscreme eine tolle Creme. Benutze sie ganz gerne mal abends. Oder halt direkt nach dem Duschen oder so. Und danach noch halt noch eine richtige Creme. Ja, dann zu der Zitruscreme. Die hat meine Mutter mal geschenkt gekriegt. Ich würde sie mir jetzt nicht unbedingt kaufen. Ich hätte sie mir nicht gekauft, so rum, weil die mir zu teuer ist. Weil die sind ja schon sehr teuer. Die riecht total gut. Die riecht neutral, eigentlich theoretisch so gut wie nach nichts, die von Valea. Das habe ich ganz vergessen zu sagen. Naja, nochmal zu der. Es riecht top. Man muss aufpassen, weil es wirklich ein Gel ist. Die ist super flüssig. Ist toll. So weiß. Spendet am meisten Feuchtigkeit. Kühlt die Haut. Also die ist einfach nur toll. Also das ist wirklich hier die beste von allen. Nur leider sehr teuer. Und als Alternative kann ich die empfehlen. Und diese hier ist für mich gar nichts. Aber wer Schimmer toll findet auf der Haut und wer den Geruch nicht störend findet, für den wäre die natürlich auch was. Ja, das ist so ein Fazit zu den drei Produkten. Das ist immer noch die beste. Gehört eigentlich meiner Mutter. Ich habe sie jetzt eben mitbenutzt und ein bisschen getestet. Ja, das war's auch. Und ja, vielleicht könnt ihr mir eure
mal eure Erfahrungen mit so Cremegels schreiben. Würde mich sehr interessieren. Naja, das war's dann auch und ciao.